In diesem Video möchte ich zeigen, um was es beim Thema informatisches Denken geht. Der Begriff ist ja aktuell in aller Munde und damit sind neben guten Ideen und Ansätzen auch genauso viele Missverständnisse im Umlauf. Diese Einheit erklärt daher kurz den Ursprung des Begriffs und die eigentliche Bedeutung und sie soll dabei helfen, auch die Grenzen kennenzulernen. Nun, in einer Kolumne im renommierten Journal Communications of the ACM stellte Jeanette Wink 2006 die These auf, dass es neben den drei bekannten Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen eine vierte Technik zum Problemlösen geben sollte bzw. schon gibt. Sie nannte diese Technik, die stark an Problemlösestrategien von Informatikerinnen und Informatikern angelehnt ist, Computational Thinking und machte damit, obwohl sie nicht die erste war, die diese Techniken postulierte, den Begriff innerhalb kurzer Zeit sehr populär. Im Jahr 1980 wurde ein sehr wichtiges Buch veröffentlicht. Es hieß Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas, also Gedankenstürme, Kinder, Computer und starke Ideen und war von Seymour Papert, einem Schüler von Piaget, verfasst worden. Papert gilt als der Vater des Konstruktionismus, eine Lerntheorie, welche die Bedeutung des aktiven Handelns für den Lernprozess betont. In seinem Buch setzt Papert sich damit auseinander, welche neuen Möglichkeiten des Denkens und des Denkenlernens mit einem Computer ermöglicht werden und nennt dies ganz unspektakulär Computational Thinking. Mit seinem Buch revolutionierte er den Gedanken, wie Computer in die Schulen gebracht werden können und verhalf, obwohl er immer das Denken in den Vordergrund stellte, auch der Programmiersprache Logo zu seinem Aufstieg in Schulen. Also, wenn man die Worte von Jeanette Wing verwendet, so handelt es sich dabei um eine Menge an Denkprozessen, die nötig sind, um Probleme zu beschreiben und deren Lösungen so anzugeben, dass eine andere Person oder ein Computer diese effizient lösen können. Viele andere Wissenschaftler haben aber inzwischen ihre eigenen Definitionen gefunden und es gibt grob gesprochen zumindest drei Denkschulen. Jene, die informatisches Denken sehr eng als Programmierfähigkeiten sehen, jene, die allgemeine Problemlösefähigkeiten in den Vordergrund stellen und jene, die beides miteinander verbinden. Nun, Probleme zu lösen ist ja nicht neu und früher hat man oft gesagt, denk logisch. Vieles davon steckt auch hinter informatischem Denken. Es geht im Kern darum, mit Daten und Informationen geeignet umgehen zu können und man verwendet dazu zusätzliche folgende Techniken. Erstens Abstraktion und Modellbildung. Durchaus unter Verwendung von grafischen Notationen, Diagrammen. Man sollte in der Lage sein, Probleme und Aufgaben auf das für das zur Lösung Wesentliche zu reduzieren. Zweitens, die Fähigkeit der Zerlegung, also ein größeres Problem oder eine größere Aufgabe in kleinere Aufgaben zu zerteilen. Man denke hier zum Beispiel an das Prinzip Teile und Herrsche. Drittens, die Mustererkennung. Also die Fähigkeit, wiederkehrende Muster, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu entdecken. Und viertens, die Fähigkeit, einen Algorithmus, also eine eindeutige und deterministische Lösungsanleitung schreiben zu können. Dies kann rein auf natürlicher Sprache basieren oder aber auch auf einer Programmiersprache. Mit etwas Kreativität wird man leicht fündig. Wir haben im Rahmen eines Projektes im Jahr 2017 systematisch Lehrpläne analysiert und haben Dutzende Anknüpfungspunkte zu Informatik und informatischem Denken finden können. So bietet zum Beispiel das Thema Orientierung in der Primarstufe viele Möglichkeiten, sich ohne Rechner mit dem Bereich der Algorithmen, also das eindeutige und Schritt für Schrittweise Ausführen von Anweisungen, auseinanderzusetzen. Wer nicht das Original lesen möchte, es gibt von Hellwagner, Kappel und Grosu eine deutschsprachige Übersetzung des Artikels von Jeanette Wing. Genauso wichtig ist es aber auch zu wissen, was informatisches Denken nicht ist. Hier empfehle ich einen Beitrag, der von Herrn Michiotz und mir für die OZE 2018-Konferenz in Linz verfasst wurde. Und schließlich kann jeder für sich überlegen, wo in seinem oder ihrem Fachbereich denn oben genannte Techniken ganz oder zumindest im Ansatz vorkommen. Das kann im Sprachunterricht das Suchen und das Erkennen von Mustern in Gedichten sein. Man kann Modelle und Anleitungen in Schnittmuster finden oder natürlich auch mittels Tablets oder Mobiltelefonen eigene Videos planen und umsetzen und dabei die Techniken der Zerlegung, der Modellierung und der Algorithmisierung benutzen. Ein Beispiel dazu wird später im Kurs gezeigt. Lesen Sie sich nun bitte die Texte im Kurs durch und beantworten Sie die darin gestellten Fragen kurz und bündig.